Hallo zusammen. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Ich stehe am Nordkap. Und zwar seit ungefähr 10 Minuten. Ich muss mich jetzt erstmal orientieren und mir hier so die ein oder andere Ecke erstmal anschauen. Ganz besonders schön sieht da hinten der Himmel schon aus. Es ist doch windig, aber 17 Grad müsste so gegen 17 Uhr jetzt auch sein. Ich denke mal, das ist okay. Wenn der Wind nicht wäre, wäre es angenehm. Da ist dieser Wohnmobilstellplatz, wo ich jetzt auch beistehe. Und jetzt schaue ich mal, was zu sehen gibt. Ja, erstmal hier die Klippen runter Richtung Sonnenuntergang, der so gegen 23.30 Uhr sein soll. Und um 3 Uhr ist Sonnenaufgang oder 3.19 Uhr. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege zeitlich. Hier der herrliche Blick bis zum Horizont. Und wenn man dann so rumschwenkt, kommt die berühmt-berüchtigte Kugel, weswegen letztendlich alle hier hinkommen. Hier einmal ein bisschen zu dunkel, dass Kong Oscar II. Den Nordkap bestiegen hat am 2. Juli 1873. So, hier sind die ganzen Midnat-Sollwegen, Nordkap, Porsanger, Karjorat, Qualsund, Alter, also alles, was hier zur Region gehört, nochmal einzeln aufgelistet. So, hier ist die Kugel der Begierde. Schöne Anekdote, ich habe gerade wieder das italienische Pärchen getroffen, jetzt das vierte Mal auf dieser Tour. Auch nur, weil sie sich um einen Tag nach hinten verschoben haben, was die Reisegeschwindigkeit anging und ich tatsächlich einen Tag zu früh hier bin. Und so hat sich das Ganze wieder überschnitten, fand ich sehr schön, sehr freundliches Pärchen. Und ja, das macht solche Reisen ja auch aus. Ja, aber jetzt an die Kugel. Das ist so schön, die Leute sind alle so nett und froh hier zu sein. Jeder hilft hier dem anderen, eben Bilder zu machen, so dass man sich da oben hinstellen kann. Man wird fotografiert, egal ob mit Handy, mit Kamera oder auch beides. Sehr, sehr schön. So friedlich die Menschen hier. Gerade war ein spanisches Pärchen hier, die sind mit dem Fahrrad gekommen. Die sind seit April unterwegs und jetzt ist Mitte August. Respekt, Leute, echt Respekt. Also ich liebe ja Fahrradfahren und auch Radreisen mit Zelt und allem, was dazugehört. Aber die Strecken hier in Norwegen auf keinen Fall. Weil meistens an Hauptstraßen ohne Radwege, wobei ich schon gesehen habe, dass einige Radwege gebaut wurden, aber auch in den Tunneln teilweise, das ist nicht zumutbar und auch gefährlich. Naja, aber genug davon. Nordkap, schaut es euch an. Das ist so einmalig schön. Seite sind noch die passenden Tafeln, wo ich jetzt einmal so dran lang gehe hier, damit ihr das auch seht. Bird of Peace. Ich nehme an, die... Nein, ich nehme nichts an. Schaut es euch an und interpretiert es so, wie ihr mögt. Jetzt muss ich erst den Akku wechseln. Und hier auf der Tafel ist jetzt auch erklärt, um
was es bei den einzelnen Tafeln ging. Und auch nochmal, welche Kinder aus welchen Ländern hier was gemacht haben. So, ihr Lieben, wie versprochen, hier der Sonnenuntergang. Ich habe es doch noch geschafft, so lange wach zu bleiben. Bin aber auch total happy, hier zu sein. Es ist einfach wunderschön von der Atmosphäre. Und jetzt warte ich im Grunde drauf, dass in guten 4,5 Stunden, 5 Stunden spätestens, dort drüben die Sonne wieder aufgeht. Denn mehr untergehen tut es ja im Grunde nicht. Sondern bleibt jetzt so und wandert auf die andere Hälfte. Beziehungsweise die Erde dreht sich ja. Ihr wisst, was ich meine. Wunderschön. Ich schwenke mal kurz hier runter, da sieht man auch noch so ein bisschen. Ja. Herrlich. Ja, ihr hört vielleicht die Musik im Hintergrund. Ich meine, man kann sich ja hier freuen und ein bisschen Musik hören. Aber dann sollte man das so machen, dass man das hier nicht über, weiß ich nicht, 100 Meter weiter immer noch alles hört. Weil irgendwie stört das schon. Ist ja schon was Besonderes hier. Und seht ihr, was ich gerade mache? Ich gehe mehr oder weniger sicher nach vorne. So, aber weiter nicht. Ich bin so fasziniert von dem Licht. Vielleicht ist es euch schon wieder zu viel, aber ich mag es gerade gut leiden. Was überhaupt niemand beachtet, weil sie alle so fasziniert sind, da oben beim Kügelchen und dem direkten Sonnenuntergang, ist auf der anderen Seite dieses herrliche Licht, wie es sich so über den Horizont zieht hier. Und so klasse sieht der Himmel jetzt zur Nacht aus. Unglaublich, oder? Und das ist nicht bearbeitet oder irgendein Filter. Das ist wirklich so. So, bis später. Guten Morgen zusammen. Es ist jetzt 3 Uhr morgens oder kurz vor 3 Uhr und ich bin gespannt auf den Sonnenaufgang. Der soll ja auch so spektakulär sein hier am Nordkap. Ja, ich hoffe, das wird jetzt gleich was, weil aufgrund dieser Wolkenfront habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Aber man sieht schön, wie es so nach links und rechts schon so leicht rot-rosa schimmert. Und genau da in der Mitte ist das Wolkenband noch. Ich hoffe, das wird jetzt gleich was. Ansonsten ist hier eine angenehme Stille. Tatsächlich kann man die ersten Strahlen auf dem Wasser erkennen. Durch diesen einen Riss in der Wolkendecke. Aber auch sonst mit den Wolken. So in diesen Formationen wunderschön.
Ja, das hat leider jetzt nicht ganz so funktioniert, wie ich dachte. Aber die Stimmung mit dem Licht hier ist trotzdem klasse. Und wann hat man das schon mal? Jetzt ist eine Drohne über mir, ja. Ich wollte gerade sagen, wann hat man schon mal diese Ruhe an so einem Platz? Aber es sind bestimmt auch schöne Aufnahmen mit so einer Drohne. Ist ja auch verständlich. Ja, mehr wird's wohl nicht. Das, was ihr hier vor mir seht, ist dann die Heiligen Hallen hier am Nordkap im Grunde. Und da werde ich mit euch einmal reingehen. Jetzt ist nämlich noch nichts los. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, jetzt kommen die Bilder von innen oder das Filmchen. Das ist aber aufgrund der Enge der Räume mit meiner Kamera nicht so gut möglich und auch vom Licht her nicht. Daher habe ich jetzt einige Bilder mit dem Handy gemacht. Das hat besser funktioniert. Die werde ich dann jetzt hier im Nachhinein einfügen. Was ich sagen kann, innen drinne gibt es diese Cave of Lights und das Kino und eine kleine Kapelle, finde ich absolut sehenswert. Ob es den Preis von 31 Euro rechtfertigt hierfür Eintritt bzw. eine Übernachtung? Ja, würde ich sagen. Wenn man beides nutzt. Wenn man nur übernachten möchte, ist das Ganze sogar kostenlos. Also daher muss man sich da vorher drüber im Klaren sein. Ich finde, es hat sich gelohnt. Und würde daher sagen, das ist okay. Auch wenn es doch teuer ist, wenn man nur den Eintritt dafür sieht. Mit Übernachtung gerechtfertigt. Aber jetzt genießt die Bilder.